Maria Magdalena, Channeling von Lynn Laborde, Kommentar zu Lektion 92. Und Lektion 92 heißt: Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Lasst uns hören, was Magdalena heute zu uns zu sagen hat. Ich grüße euch, ihr Lieben. Das Licht der Wahrheit entspringt tatsächlich in euch, weil das Licht der Wahrheit wirklich das ist, was ihr seid. Erlaubt euch heute, euch dieser Zeit zu widmen, diesen 20 Minuten, euch dazu zu verpflichten und diese Zeit euch in eurem Innern aufzuhalten und das Licht zu finden, das Licht der Wahrheit. Und Geliebte, je mehr ihr selbst euch diese Entfernung des Vorhangs gebt, indem ihr diesen Vorhang der Illusion beseitigt, und je mehr ihr euch diese Erfahrung gebt, euch an das Licht zu erinnern, das ihr seid, mit jeder Interaktion mit einem scheinbaren anderen, wird tatsächlich das Licht hervorbringen und alle werden gesegnet sein. Und wenn ihr euch diesen Segen des Lichtes nicht gegeben habt und euch nicht verliehen habt, dann befindet ihr euch tatsächlich in der Dunkelheit. Und das ist tatsächlich der Spielplatz des Egos und dieser Dimension. Ihr werdet gebeten, zu erwachen, Geliebte, und die Wahrheit von euch zu erlauben, sodass er an die Oberfläche kommt. Wendet euch an den Heiligen Geist und bittet ihn um die Unterstützung. Fragt jeden von uns, denn wir sind hier wirklich, um euch auf dieser Reise zu führen. Und wenn wir uns verbinden, dann ist da mehr Licht. Und wenn wir uns verbinden, ist da mehr Liebe. Und wenn wir uns verbinden, ist da mehr Wahrheit. Und in dieser Wahrheit und in diesem Licht findet ihr die Gnade eures Seins und eurer Heiligkeit. Das Licht ist gekommen und es ist tatsächlich Stärke im Licht. Wenn ihr euch schwach fühlt, Geliebte, und wenn ihr Sorgen habt und ihr habt Ängste oder Bedenken, dann wendet euch an den Heiligen Geist, bittet um Hilfe, bittet, dass ihr erinnert werdet und dass euch gezeigt wird. Und das wird verstärkt, indem ihr Zeit in der Stille verbringt, in der ihr im Inneren sucht. Ihr nehmt einen sanften Atemzug und ihr wisst, dass mir Wunder im Licht gesehen werden und dass Licht und Stärke eins sind. Und die Wunder werden sich vor euren Augen entfalten. Wunder, die auf eine andere Weise nicht möglich gewesen wären. Ihr habt diese Macht in euch, Geliebte. Ihr habt in euch göttliche Gerechtigkeit. Ihr habt in euch göttliche Wahrheit. Eine Heiligkeit, die das tatsächlich Lügen nennt, was ihr für die Wahrheit gehalten habt und Illusion war, und Schatten und Dunkelheit. Findet den Ort in eurem Innern, wo ihr urteilt, wo ihr euch selbst verurteilt, und erlaubt dem Licht, dass es euch die Wahrheit über euch zeigt. Und das Urteil wird entfernt werden. Es wird vor euren Augen verschwinden. Erlaubt euch, euch zu erinnern. Und das ist es, was dieser ganze Prozess tut. Euer Geist hat euch in eine Richtung ausgerichtet. Und darauf wurde die Reise des Egos, der Angst gebaut und des Schutzes. Aber Geliebte, wovor ihr euch selbst geschützt habt, ist die Wahrheit von euch. So komisch das auch klingen mag. Die Wahrheit über euch ist eure Erlösung. Und das wird geleitet durch die Vergebung. Aber die Vergebung muss gegeben werden, Geliebte. Und als allererstes die Vergebung für euch selbst. Denn wenn ihr euch selbst vergeben könnt für euer fehlerhaftes Denken, für den Glauben, dass es Dinge gibt, die euch verletzen könnten und dass es Dinge geben könnte, die euch Schmerz verursachen könnten. Und da gibt es Lachen und Freude und Heiterkeit, die im Inneren auftauchen wird. Und es wird euch und alle, denen ihr begegnet, segnen mit dem Licht der Liebe und dem Licht der Wahrheit. Und mein Geliebter und ich sind bei euch in jedem einzelnen Moment. Auf eurer Reise, Geliebte, wir bringen zu euch die Freude, die Magie, die Wunder. Ruht heute in der Sicherheit,
dass Wunder im Licht geboren werden. Denn Licht und Liebe und Wahrheit sind die Essenz eures Seins. Wir lieben euch und wir sind immer für euch hier. Erlaubt euch selbst, auch für euch selbst immer da zu sein. Wisst, dass die kostbare Liebe Gottes die Wahrheit über euch ist, Geliebte. Alle werden im Licht gesehen. Wunder geschehen im Licht. Eure Stärke kommt von Gott, Geliebte. Ihr seid uns kostbar. Wir lieben euch und wir sind immer bei euch. Und wir werden wieder mit euch sprechen.